Wir alle kriegen aus der Steckdose einen Mix aus grünen und grauen Energien. Warum das so ist und weshalb es sich trotzdem lohnt, Ökostrom zu beziehen, das verrate ich euch jetzt. Schaut euch mal diese Kartoffel an. Bei der kann man schon im Laden sehen, ob sie von einem konventionellen Acker stammt oder aus Bioanbau. Letztlich können wir sogar ihren kompletten Weg vom Feld bis auf den Teller nachverfolgen. Beim Strom geht das nicht so einfach, denn dazu müssten wir jedem von euch eine direkte Ökostromleitung von unseren Windrädern und Solaranlagen in eure Wohnung legen. Und das klappt natürlich nicht. Fakt ist, es gibt ein Stromnetz. Und in dieses Netz speisen sie alle ein. Vom Kohlekraftwerk bis zur Solaranlage auf eurem Dach. Das Netz kann man sich also vorstellen wie ein See. Wie ein Stromsee, in den sowohl saubere Zuflüsse fließen, aber auch eine Menge dreckiger Zuflüsse. Und dieser Mix landet dann in euren Steckdosen. Warum lohnt es sich dann aber trotzdem, Ökostrom zu beziehen? Weil ihr damit den sauberen Anteil im Stromsee erhöht. Es fließt dann eben mehr grüner Strom und weniger grauer Strom. Und der See wird sauberer und sauberer. Je mehr Menschen wechseln, desto klimafreundlicher wird dieser Mix. Und es gibt noch einen Grund. Wem Klimaschutz wichtig ist, der sollte auch darauf achten, wo sein Geld landet. Bei einem Egalunternehmen, für das Strom aus der Steckdose kommt, oder bei einem Ökostromer, der 100% sauberen Strom anbietet und damit die Energiewende aktiv voranbringt.